Falle halten. Such mal eine Lobby. Ich geh mal kurz was kaufen. Wisst ihr auch, was ist aktuell WRP geht? Und Money? Keine Ahnung. Easy vs. Rocket. Hä? Insurgent vs. Rocket. Okay. Auch ein Deathmatch, aber halt, wo du Raketen hast. Insurgent schießen musst. Wäre ja noch eine Alternative dann. Ja, dann lass uns sowas spielen. Pass auf, da müssen wir jetzt Lobby suchen. Mach mal, lass mal diese Fun-Dinger suchen hier mit dem Flugzeug abschießen und so. Du musst mit dem Flugzeug die Leute vom Himmel holen und mit den Raketen die Flugzeuge wegschießen und so. Okay. Plays vs. Snipers und sowas. Ich finde die ganz witzig gerade eigentlich so ein bisschen. Aber mach mal dieses Insurgent vs. Rockets auf jeden Fall rein. Vielleicht hast du da ein bisschen Glück, dass du ein paar Leute mehr findest. Das ist, glaube ich, nur für Vierer. Meinst du? Ja, dann machen wir das halt jetzt. Das ist auch ganz cool eigentlich. Lass mal gerade gucken, wo ich das finde. Weißt du, wo das drin ist, Enrico? Ich kann kurz gucken. Ich habe den zuletzt, glaube ich, gespielt gestern. Last Team Standing, RPG versus Insurgent. Er ist aber nicht. Ach so, das ist ein anderer. Ach, da ist kein WRP drauf. Es ist nämlich auf Stunt drin. Ja, habe ich mich vertan. Hm. Was machen wir da nun jetzt? Ja, machen wir das doch, oder nicht? Also Stunt drin. Ja, dieses Plants vs. Dieses Rockets vs. Insurgents und sowas, oder? Ja, was ein Held! Ich hab noch nicht mal was gemacht, du Missing. Ich hab jemanden. Ich werd gerade von einem Typen auf dem Motorrad angegriffen. Geil. Ich stehe nur in der Gegend rum. Und ich glaube auch diese Insurgents versus Dings, das ist immer nur selber gebaut. Das ist irgendwie geglitscht im Kram von Leuten. Echt? Ja. Oh gut, da kenne ich mich nicht aus. Das müsste man erst runterladen. Achso, das geht ja über einen Rockstar-Ding. Ja. Nee, dann verpisst er sich, weißt du? Ja, weiß ich nicht, was soll man. Ich hätte es jetzt witzig gefunden, das Ding. Kann ich ja fürs nächste Mal welche runterladen auf solche Klappen. Hm.
Mein Gott, such dir ein anderes Hobby, du Wurst, ey. Mit einem direkt verfickten Motorrad. Ja, geil. Ihr könnt ruhig. Nee, kommt ihr nicht in die Lobby, ne? Nee. Also ich bin schon drin. Ja, ich wurde hier gerade von dem Typen angegriffen auf dem Motorrad, der Langeweile hat. Ich habe noch nie mal was gemacht, weißt du. Ich kann es zwar noch mal probieren, aber. Nee, ist voll mit Spielern. Ich kann bei dir nicht rein, Kev. Ach, auf die Deluxo-Rennen gibt's, ja. Weiß ich auch. Ah, das ist dreifach. Richtig. Ihr Bock auf Deadline? Nö. Okay. Ja, dann machen wir so. Warte, wir haben nicht Deadline. Hier, wie heißt das mit dem Motorrad dann? Warum mit dem Dinger? Diese Motorrad mit den Leuchtespuren. Das ist Deadline. Willst du den nicht fahren? Nee. Hat er gerade gesagt. So sein, glaube ich. Ich werde gerade jetzt abgefuckt von irgendwelchen Leuten, weil ich stehe echt nur hier rum und mach nichts und krieg trotzdem einen auf die Fresse von denen. Ein Job für die Titan. Und das ist alles Mission. Keine Versus gibt's nicht mehr. Wir können Sumo nochmal spielen. Oh, Sumo. Also, okay. Markus? Ich such gerade noch was anderes hier. Okay. Oh, was ein Held, Alter! Geh mir nicht auf der Eier, Mann! Mit deinem scheiß Flugzeug. Ey, mir fehlen 300.000, damit ich mit scheiß Laser komme. Ich hab gerade jetzt echt den einen, der mir die ganze Zeit jetzt auf der Eier geht mit seinem scheiß Flugzeug. Der mir die ganze Zeit mich aufsucht und die Dings mit Raketen auf mich schießt. Wir probieren mal was Neues aus. Mhm.
Ach, du bist jetzt da oben. Eingeladen habe ich euch, glaube. Ja, komm schon. Ja. Auf der Hell. Da sind auch sogar noch ein paar Leute dabei. Sehr gut. Ich habe aber keine Ahnung, wie der Modus funktioniert, ja. Dann ist es halt genau das Lustige. Wenn du in den Bordhof umfährst, kannst du dir eine Aussage sicher sein, wie der Steuerbefreiung nehmen oder ich glaube, irgendwie, du musst in einem bestimmten Bereich sein, um Punkte zu sammeln. Ja. Kunde. Hi, yes. Na dann, King of the Hill. Junge, wenn hier ein Cheater drin ist, gell, sowas, dann da konnte ich jetzt recht. Ja, hoffen wir mal, dass das jetzt nicht der Fall ist. Also quasi wieder Deathmatch. Ah, ne, ist im 8. Ich verstehe. Und die Punkte einnehmen. Hat jetzt jeder eine andere Farbe oder was? Ja. Okay. Nö. Oder ist das jetzt teamweise? Nee, eigentlich nicht. Nee, also ich hab blau als Farbe. Nachladen. Hey, warum steht da ein Türchen bei mir? Ich denke mal einfach, dass rot bedeutet, es gehört nicht dir und blau ist es ja, deins. Ja, richtig. Gott. Ich dürfte es aber auch nicht mehr so viel gehabt haben. Ungefähr die Hälfte. Der eine, der campt einfach nur in dem Dings und macht überhaupt nichts. Ja, der will Geld abfahren. Schon wieder jedes Mal jetzt die Waffe leer gewesen. Ja. Gibt's nicht. Das haben wir jetzt auch Glück, weil du bist genau auf den Zug gegangen, sonst wäre ich jetzt mich gehabt. Hätte ich beide Punkte verloren. Dieses Geld nicht zu, hä? Zum Glück, das Helmchen hier. Anstatt dass er die großen nimmt, nein, er nimmt die kleine Küste als Deckung. Junge, was ist denn los mit dem Charakter? Der ist dumm oder was? Unterentwickelt. Ah, ich weiß Reichweite.
Ja, ich stehe da. Geilste Welle, aber Gott sei Dank. Ja, jetzt deswegen draußen stehen, wegen dir. Ja, die spawnen halt direkt neben mir. Ernsthaft? Ernsthaft? Weißt du, zu zweit? Zu zweit gehen sie auf mich. Ach, zu zweit? Ich war schon längst tot. Ja. Das, ich hab dich schon nicht mal geholt, weil das wäre eigentlich hätte ich dich gehabt. Hey, der lebt doch. Der bewegt sich sogar. Die sterben. Boah, ich hab nichts mehr erlebt. Ja, klar. Weißt du, von der einen Seite gehst du los, von der anderen Seite kommt der nächste. Ja, wie er da steht im Camp. Hä? Ich hab den Punkt gerade geholt. Du musst, wenn du einen Farbe... Dein Motorrad, das ist meins! Wenn du mit einem farbigen Punkt nimmst... Brauchst mir das Spiel nicht erklären. Doch. Nein. Aber dann behaupte nicht, dass ich campe. Geil! Die wird da bald ineinander schallen. Danke. Ernsthaft? Ja. Was habe ich dir getan, dass du hier fährst? Ich bin gerade erst gespawnt und du überfährst mich einfach. Nehm ich dich noch mit. Kannst du auch mal von vorne kommen? Ich komme immer von hinten. Ja, das fällt dir lieber, ne? Enrico. Ja, einfach Hinterwäldler. Ich hab den scheiß Punkt gehabt. Das wäre der Sieg gewesen, aber da, ja, weil die scheiß Karre noch hochgegangen ist. Sonst hätte ich nicht die Punkte gehabt. Ach Mann. Aber an sich eigentlich ein ganz cooler Modus, muss man sagen. Oh Mann, ey, ich hätte auch Sieg gewonnen, wenn die scheiß Karre nicht noch hochgegangen wäre. Du führst doch. Nee, ich führe nicht, ich bin... Natürlich, Kev Gaming 69. Guck doch mal richtig hin. Ja, ich hätte das Ding aber gewonnen, trotzdem. Du gewinnst doch! Du bist am Gewinnen, du Dödel, ey! Oh. Ach, da steht doch einer! Ist Kevin schon so mit Meckern beschäftigt, dass er nicht mal merkt, dass er selber gewinnt? Ich hab das jetzt nicht gesehen. Ich hab ihn nicht einmal gekillt, er hat mich schon 8-mal gekillt. Wer? Ich weiß gar nicht, was du rumholst. For real. Der nimmt hier die ganze Lobby auseinander. Ja, trotzdem, ich hätte alle 3 Punkte eben gehabt. wenn der Markus sein Auto da nicht hochgegangen wäre. Ah, egal. Schon wieder ein Double Kill, Alter. Ich glaub es nicht. Das ist nicht wahr. Alter, du stehst vor mir und trotzdem schiebt er. Ich schiebe mal komplett nach links weg, egal. Ah.
Mann, scheiße. Das hier. Kleiner. Ja, der Modus hat auf jeden Fall was. Ich finde den gerade auch ziemlich witzig. Aua. Weil man da auch mal was zu tun hat und nicht einfach nur durch die Gegend rennt. Also man kann sich halt nicht einfach irgendwo verschanzen, sondern du musst halt auch wirklich dich mal bewegen. Ja. Das ist nicht wahr. Noch nachladen müssen. Oh Mann. Der kommt in die Ecke. Jetzt hast du mich doch noch gekillt. Aber jetzt. Der ist so mit Granatenwerfen beschäftigt. Ja, der ist sowieso. Immer. Bist du doch. Aua! Aua! Ich glaube, den einen habe ich noch mitgenommen und Baby nee, ich weiß gar nicht, wen ich den letzten noch. Baby war es, glaube ich. Der hat so gut. Ich habe dich verteidigt gegen den Autospitzen, das ist der Dank dafür. Ja, verdient. Mann. Du hast aber auch nichts mehr erleben. Hier von beiden Seiten angeguckt. Wo kam die Rakete her? Ja, sag ich doch, von beiden Seiten angeschlichen kommen. Aber eine fucking Rakete. Lol. Alter, wie du mich noch weggebumst hast. Falsch. Er ist richtig weggeflogen. Digga. Wie er dich noch weggebumst hat, aha. Ein sehr witziger Modus, muss ich sagen. Und einer hat trotzdem mitgemacht. Ich weiß gar nicht, was mit dem gewesen ist, warum der nur 8 Punkte hat. Digga, der stand erstmal auf K.O. Weil er die erste Zeit nur da rumgestanden hat, genau. Ich glaube, wir haben einen neuen Lieblingsmodus gerade gefunden. Wie gesagt, ich kann ja mal fürs nächste Mal ein paar Sachen runterladen von links, so ein paar selbstgestellte. Ja. Können wir mal ausprobieren, dann mache ich dann eine Playlist draus. Ja, mach das auf alle Fälle. So ein paar Deathmatches und so, die erstellt wurden. So, ich hoffe, dass der bleibt. Gut, das ist Level 20, wahrscheinlich hat er das Spiel noch nicht so ganz kapiert. Nee, er hat verlassen. Schade. Eigentlich fand ich ihn. Mal gucken, vielleicht kommen ja noch welche rein. Siehst du, da kommt noch einer. Ich kann auch noch ein paar einladen. Mach doch noch einer. Noch einer. Sehr geil, wenn mehrere Leute kommen. Schau, das geht nicht per Team, ne? Doch, ginge auch, aber ich würde mal Team scheiße. Da. Ja gut, wenn du dann erwischt, mit dem du nicht absprechen kannst. Das ist natürlich reine Kriegssituation. Alle gegen alle. Oh, hier, guck mal hier. Also, zum 8 Leute. Ja, geil. 299, die habe ich aber auch fast, ne? Jetzt geht's hier richtig los, ja. Jetzt wird's richtig geil.
Oh, noch mehr. Oh, Alter.